Spezialeinheiten der Polizei heute Nacht im Einsatz in Minneapolis. Beobachter berichten, die Einsatzkräfte gehen nun weit offensiver vor mit Gummigeschossen und Tränengas. Mehr als 1000 Menschen sollen landesweit festgenommen worden sein. Der Gouverneur appelliert an die Bevölkerung, zu Hause zu bleiben. Hier ist nicht der Ort, an dem die Gewalt verhindert, dass die Botschaft bleibt, dass wir gegen rassistische Ungerechtigkeiten vorgehen müssen. Tagsüber protestieren in zahlreichen US-Städten Tausende friedlich, wie hier in Detroit. Gegen Rassismus und, dass in den USA immer wieder Schwarze durch Polizeigewalt schwer verletzt werden oder sterben. Viele wollen einen gewalttätigen Aufstand daraus machen. Ich und die anderen demonstrieren friedlich, denn das ist unser Zuhause. Trotzdem kommt es immer wieder zu Plünderungen, so wie hier in Los Angeles. Unklar, wer dahinter steckt. Der Gouverneur von Minnesota spricht von Kriminellen und Anarchisten, die die Situation ausnutzen würden. Der US-Präsident sieht die Schuld bei Linksextremen. Die Gewalt und der Vandalismus wird angeführt von der Antifa und anderen linksradikalen Gruppierungen. Militärpolizei vor dem Weißen Haus. Sie soll verhindern, dass sich die Demonstranten erneut hier versammeln.